Jackson Briggs. Hab keine Angst. Ich möchte dir ein neues Leben bieten. Ein besseres Leben. Sehr großzügig. Dabei kennen wir uns nicht mal. Du kennst mich nicht. Aber ich dich. Ich weiß, du hast tapfer gedient. Und schrecklich gelitten. Das hatte ich so nicht vorgesehen. Vorgesehen? Du hättest ehrenhaft aus dem Dienst ausscheiden sollen. Viele Jahre später, als General Jackson Briggs. Wichtiger noch, deine Tochter hätte weder dienen, noch dieselben Tragödien durchleben sollen. Dein Haus sollte voller Enkelkinder sein. Hilf mir. Und es geschieht. Auch die längst ausgestorbenen Tarkatana sind zurück. Shao Kahn wird sie suchen. Er ist auf ihre Macht angewiesen. Kotals Speer haben Tarkatana-Krieger zu Kaitins verlorenem Schwarm zurückverfolgt, der Heimat Devoras. Da sie an Shao Kahns Flucht beteiligt war, fangen wir dort an. Berichte, was du erfahren hast. Ich muss mich mit den Götterältesten beraten. Wann geht's los? Auf dich warten andere Pflichten, Prinzessin. Gewinne Königin Shivas Unterstützung. Sie ist entscheidend beim Kampf gegen Kronika und Shao Kahn. Sicher kannst du... Königin Shiva vertraut mir nicht. Seit meinem Kampf mit Goro tut das kein Shokan. Shiva war deine Meinung stets am wichtigsten. Erfährt sie, dass du Kotal unterstützt, schließt sie sich uns an. Wenn es meine Pflicht so verlangt. Danke, Prinzessin. Bist du meine Freundin oder seine Gefährtin? Das war meine Idee, Kitana. Es ist in deinem Interesse. Wenn du bei Shiva Erfolg hast, wird dir Kotal seine Treue schwören. Für Oshtek wie ihn gibt es keine heiligeren Bande. Ich erinnere mich, wie wir alleine so ausritten. Als Khan der Außenwelt veränderte sich mein Leben. Du dich zum Glück aber nicht. Du hast dich wirklich nicht sehr verändert in all diesen Jahren. Du bist immer noch der edle Krieger, den ich an Shao Kahns Hof kennengelernt habe. Nun bist du Khan. Erstaunlich, dass bisher noch keine Frau deine Königin geworden ist. Viele haben es versucht. Und sie sind gescheitert? Wieso? Sie waren nicht du. Frische Spuren führen zum Schwarm. Wenn Shao Kahn dort drin ist, wird er schwer zu finden sein. Die Tunnel sind endlos. Setzt sie in Brand. Wenn er sich versteckt, räuchern wir ihn aus. Kotal, wir wissen nicht, wer noch da drin ist. Den Göttern, ist es wahr? Das ist aus mir geworden? Deine Loyalität zu Kitama ist schuld. Sie führte direkt zu unserem Tod. Dann ist es eben so.
Ich würde Kitanas Freundschaft mit nichts tauschen. Wie jämmerlich, dass du die Versklavung wählst. Sie und ich kämpfen Seite an Seite gegen Shao Kahn. Seine Tyrannei darf nicht andauern. Fight! Zeit beim Aufstehen. Wenn wir zu einem höheren Zweck berufen werden, müssen wir... Ogna! Kuteka! Du wirst für deinen Verrat bluten, Devora. Diese hier sorgt für das Überleben des Schwarms. Du solltest lieber fliehen, Devora. Kotl gehört mir. Fight! Schon verlegen? Zeit beim Aufstehen. Thank you.
Willst du überleben? Sag uns, wo wir Shao Kahn finden. Geister meiner Vergangenheit. Devorah sagt die Wahrheit. Wir sind in Unterzahl. Gib mir ein paar deiner besten Soldaten. Wir werden unbemerkt das Lager infiltrieren und Shao Kahn suchen. Dein Vorschlag ist riskant. Natürlich ist er das. Shao Kahn, Kolkata Trabajar. Wakaga Turk, Makakata Rina Koto Karak. Tohana! Takana! Aki Tarakata! Ne! Trakati! Nein. Parga. Schon in Ordnung. Parga, nein. Wir werden dir nichts tun. Neti, Otono Korak! Wir suchen nach Shao Kahn. Shao Kahn? Der Shao Kahn. Jahren nutzt du immer noch andere aus, um in eine andere Liga aufzusteigen. Ich bin in meiner Liga angekommen, Jay. Bevor Shao Kahn mich emporhob, hassten die Außenweltler die Naknada. Jetzt fürchten sie uns. Wenn das kein Fortschritt ist. Fight! Aufstehen.
Angst und Respekt sind grundverschiedene Dinge. Stellt sie auf! Richtet sie hin! Bekämpften uns nicht. Es sind Kinder. Du vergisst, dass sie sich früher Melinas Rebellion gegen mich angeschlossen haben. Das sind nicht dieselben Takatana, Kotl. Ein besserer Khan würde ihnen die Hand reichen, anstatt sie hinzurichten. Fight. Aufstehen. Du umwirbst den Tod. Dein Herz ist kalt geworden, Kotl. Der Tod der Götterältesten ist deine Schuld, Raiden. Deine Taten haben Kronikas goldenes Gleichgewicht von Licht und Dunkel unwiderruflich verändert. Shinnoks Enthauptung hat es besiegelt. Du bist der Inbegriff der Tugend. Du solltest das Böse bekämpfen. Ich befolge den Willen meiner Mutter. Kronika hat dich hervorgebracht. Wie auch meinen Bruder, Shinnok. Das Dunkel zu meinem Licht. Die Natur verlangt einen Ausgleich. Gleichgewicht ist Perfektion. Du bist aus deiner Rolle gefallen und hast dieses Gleichgewicht unmöglich gemacht. Deshalb gibt es in der neuen Ära keinen Platz für dich. Du wirst nicht obsiegen. Kotl Kahn wurde gefangen genommen, Raiden. Die vereinten Kräfte der Außenwelt und des Unterreichs werden deine Truppen in Schach halten. Während meine Mutter ihr Werk vollendet.
Unterschätze die Kämpfe des Erdenreichs bloß nicht. Du warst zu Recht angetan von diesen Sterblichen. Sie waren gute Seelen. Diese Arme sind ein echtes Upgrade. Sehe ich Ermac, das nächste Mal wird abgerechnet. Oh, das habe ich schon erledigt. Mein zukünftiges Ich haut damit sicher ordentlich auf die Kacke. Cassie hat dir erzählt, dass dein zukünftiges Ich ein Wiedergänger war, ja? Klang furchtbar, Shinnoks Marionette zu sein. Aber sie sagt, ich komme da raus. Die Erfahrung hat Dad verfolgt. Aber dann hast du Mom kennengelernt. Sie holte dich zurück ins Leben. Die Liebe einer guten Frau, das klingt gut. Sie bedeutete Dad alles. Sie ist letztes Jahr gestorben. Seit ihrem Tod ist Dad auf der Farm. Dort fühlt er sich sicher. So greifst du auf eingehende Meldungen zu. Wische hier, um sie mit älteren abzugleichen. Die Software findet die Deltas heraus. Das nenne ich Fortschritt. Also, ich heirate Lieutenant Prinzessin da drüben? Ich hatte schon immer ein Faible für Blondinen. Schon seit Susie. Donado. Elfte Klasse. Du hast nicht viel verpasst. Das kannst du mir glauben. Die Frau dort drüben, sie ist die einzig wahre. Bin ja nicht blind, Bruder. Als jüngeres Du schwöre ich, ich leg sie bei der ersten Gelegenheit flach. Was? Das ist Schicksal. Raus. Wie zum Teufel lande ich mit dem da im Bett, der dein Vater ist? Ich fasse nicht, was ich da sage. Mein Dad ist nicht der Johnny, den du kennst. Er ist erwachsen. Ich glaube, du hast auf ihn abgefärbt. Ich habe immer zu euch beiden aufgesehen. Mein Dad, dein Großvater, war mein Held. Er nannte mich kleiner Kampfkürbis. So hast du mich genannt. Wir sollten weitermachen. Biometrische Verifizierung erforderlich. Verifiziert. General Sonja Blade. General Blade? Dad wäre stolz. Krieg dich ein, älteres Ich. Ich bin ein Star. Das ist eine Militäroperation. Kein Filmset. Ich bin der beste Kämpfer hier. Aber deine Tochter lässt mich am Katzentisch sitzen. Unsere Tochter hat das Kommando. Mit etwas Bescheidenheit gewinnst du vielleicht ihren Respekt. Dad sagte immer, hungrige Leute kriegen Mittagessen, bescheidene Leute servieren es. Dad war ein Arschloch. Und Hollywood hat uns zu einem noch größeren gemacht. Hier! Fight! Oh!
ich bin der Star. Nicht im Vertrag. Ein alter Mann hat dir gerade den Arsch versohlt. Du hattest Glück. Du hast mich zurückgelassen? Wie bitte? Meine letzte Mission. Du hast... Mist. Nein, ich mach das nicht. Nicht jetzt. Nicht mit dir. Verflucht, Cassie. Du hast mich zurückgelassen? Um die Kompanie zu retten. Das war mein Befehl. Wer zum Teufel gab diesen Befehl? Das warst du. Du weißt längst nicht alles, Lieutenant. Alarmstufe Rot! Yippie-ki-yay, was? Immer mir nach! Ist abgefahren. Uns wurde ins Gesicht geschossen, Johnny. Geschossen ins Gesicht. Wegen ihm gehen wir noch drauf. Seltsame Art, Hallo Partner zu sagen. Ich sagte, lebe wohl. Warum steckt ein Junge aus Texas wie Aaron Black unter einer Decke mit dem schwarzen Drachen? Deine ältere Version arbeitet für Code Vulcan, er ist einer der Guten. Wenn ich mich entscheiden muss, wähle ich die Sieger. Und zwar immer. Fight! No!
Sechs Schüsse oder fünf? Ich bin der Star. Nicht im Vertrag. Das war eine schlechte Wahl. Cassie! Sonja! Atme, Kind. Sie haben Mom, Sonja. Ich hol sie. Kriegen wir raus, wo sie sind? Rollbahn B. Unterwegs. Pass auf sie auf. Lizzie.
kann ich auch. Schickt noch ein weiteres Taxi. Du bist nicht mehr online, bis deine Freunde kommen, Blechkopf. Johnny Cage. Cyrex hat dich besiegt, als du jünger und stärker warst. Ich stehe über ihm. Und über dir. Du vergisst das eine Mal, als ich Shinnok im Zweikampf besiegt habe. Oh, warte. Da warst du ja tot. Fight! Nicht im Vertrag. Zurück in die 90er. Wer kommt jetzt? Ich komme jetzt. Hollywood. So ein Mist. Als ob mein altes Ich nicht schon schlimm genug wäre. Oh, es kommt noch schlimmer. Sonja und deine Kleine werden sterben. Direkt vor deinen Augen. Fight! Yeah.
Nur keine Sorge.